Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich mir einen Ring erstelle oder fertige. Und zwar aus einem Stück Buche, helleres Holz und etwas dunkleres Holz. Ich weiß aber nicht, was das für ein Holz ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht erkennen könnt anhand der Maserung oder... Naja, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall hartes Holz, dunkles Holz. Ich habe das davon mal ein Stückchen abgesägt und auch mal geölt, um zu schauen, wie das Ganze aussieht. Fein geschliffen und geölt sieht das Ganze echt schick aus. Ich hoffe, dass ich daraus was richtig Gutes bauen kann. Das werden wir aber gleich sehen. Also, nach dem Intro geht's weiter. Um sicher zu gehen, dass es auch richtig fest ist bzw. dicht ist, hatte ich die Einhandzwingen genommen, weil die anderen waren mir doch ein bisschen zu schwach. Oder ich war mir zumindest nicht sicher, ob die jetzt kräftig genug sind. Das Zeug ist bereit zur Weiterverarbeitung. Und ja, es geht wirklich sehr schnell. Steht zwar 5 Minuten, aber ich würde da lieber mindestens 10 bis 15 Minuten warten. Ja, und jetzt werde ich einfach mal die Kanten schön abschleifen. Und nachher geht es auch schon zum Bohren. Schauen wir mal. Jetzt habe ich hier meinen Ring und den Forstnerbohrer. Der ist ganz genau, das ist passgenau. Das heißt, da ist noch minimal Spiel fürs Schleifen. Aber das sollte auf jeden Fall ausreichend sein. Jetzt werden wir das hier mal einsetzen. Das ist ein 20 mm Forstnerbohrer. Hier haben wir unser fertiges Stück. Und dann werden wir noch als Unterlage noch ein Restholz nehmen. So, ich habe hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband draufgelegt.
drauf geklebt, um das Ganze jetzt zu fixieren, dass es nicht wegrutscht. Warum? Ach, jetzt habe ich hier unten diese Kanten, Verfransungen, die mich stören. So, da weiß ich genau, dass ich gleich wieder an derselben Stelle aufsetze, wenn ich den hier wieder dran mache. So, ich sehe hier gerade etwas, was nicht schön ist. Ich glaube, das Ding hat sich irgendwie verrutscht. Das ist irgendwie, ja, das ist kaputt gegangen, Leute. Das hat nichts gebracht. Das ist einfach zu dünn gewesen. Und vor allem hat es auch gar nicht richtig geklebt. Also ist das mit dem Epoxidharz gar nicht so gut gewesen, die Idee. Komisch. Ja, in die Hose gegangen. Naja, auf ein neues. So, dann werde ich wohl hier dieses Nussbaumstück nehmen. Das ist ein ganzes Stück, massiv, schon fest. Und hier weiß ich, da bricht nichts. Also machen wir das hiermit. Das hat gerade noch so geklappt. Gerade noch. Wirklich auf den Millimeter genau. So, und hier haben wir unser Stück. Das ist aber echt hart, ey. Boah, da tut sich aber gar nichts. Ich könnte sogar daraus zwei Stück machen. Geil. So, hier haben wir ein bisschen Schleifpapier drin. Körnung 120. 180 doppelseitiges Klebeband und dann schneiden wir uns mal vorsichtig was ab. So, und dann werden wir das hier drumherum, hier drum wickeln. Brauchen nicht viel. Ein Stückchen ab. Doppelseitiges Klebeband draufkleben. Okay. Festkleben, damit es nachher nicht abgeht. Ich hoffe, dass das auch hält und mir nicht nachher beim Schleifen um die Ohren fliegt. Dann sollte das erstmal reichen. So, ich habe hier den Bolzen, den werde ich jetzt mit Klebeband
drumherum wickeln, so lange, bis es dick genug ist und ich dann den Ring drauf drehen kann. So, und jetzt gehen wir nämlich hin und dann drücken wir das drum, nicht extrem, dass es nachher bricht, sondern einfach so, und dann schleifen wir das schön mit dem Schleifer nachher ab. Mit dem Schleifpapier, nicht Schleifer. So, fest genug. Wenn ihr wüsstet, was da jetzt gerade für ein Glanz drauf ist. Das ist jetzt nur durchs Schleifen entstanden. Bis Körnung 5000. So, ich habe hier 7 mm angezeichnet. Ich werde natürlich ein bisschen weiter rüber gehen. Ich mache das jetzt hier mit der Metallsäge, weil das nämlich feinere Zähne hat. Und ich habe nämlich keine Lust, nachher durch die etwas gröberen Zähne das Ganze zu zerstören. Jetzt muss ich natürlich möglichst gerade sägen. Bloß nicht kaputt gehen. Jo. Nein, nicht brechen. Boah. Und da ist das gute Stück schon fast fertig. Ich nehme mir einfach jetzt mal ein bisschen Wachs und werde das Ganze schön einschmieren. So, mit einem Winkelschleifer, mit so einem Lammfell obendrauf, so einem Pad, werde ich das Ganze jetzt polieren. Ja, liebe Freunde, der Holzring, der ist fertig. Ja, die Oberfläche ordentlich glatt, bis zu 5000er Körnung geschliffen. Ob das nötig war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hatte das Schleifpapier da gehabt, also habe ich es mal eingesetzt. Es sitzt auch sehr, sehr schön weich auf der Haut, auf dem Finger. Ich würde sagen, der zweite Versuch ist mir gelungen. Der erste Versuch ging in die Hose. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und auf eure Kommentare bin ich sehr gespannt. Liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Projekt, also macht's gut, bis dann, tschüss.